Ja, hallo und zurück im Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mit uns heute auf die Big Daddy Dune zu steigen und anschließend noch ins Sussus Fly zu fahren. Kartografisch nur ein kurzes Stückchen, doch es ist hochimposant, das aus der Flugperspektive zu betrachten und hier den langen Keil, den der Zauchab in die Namib-Wüste drückt. Wir sind morgens 5.45 Uhr schon an der Pool Position. Das Gate ist noch geschlossen und es ist noch stockdunkel. Einige Sterne waren schon zu sehen und ich wundere mich, dass die Kameras, wenn auch verschwommen, doch schon ein bisschen im Dunkel die Szenerie einfangen konnten. Erstaunlich, was moderne Elektronik heute schafft. Wir fahren auf dem Weg am Ende der Teerstrecke zum Ausgangspunkt zur Big Daddy Dune. Vor uns fährt noch ein PKW, der sich nicht an die zeitlichen Restriktionen halten musste und innerhalb des Schutzbereichs von der Lodge gestartet ist. Am Rand der Düne können wir noch Salzpfannen erkennen und der Tauchab hat wohl noch Wasser in die Wüste gebracht. Der Start noch vor Sonnenaufgang, aber es ist schon hell. David schon im Muskelshirt. Ja, ich weiß, was kommt. Ja, ich werde mein Hemd gleich ausziehen. Hat er mir natürlich nicht gesagt, dass man das machen kann. Dann schauen wir mal. Die ersten geführten Touren sind scheinbar schon da oben unterwegs. Die haben aber eine Pool Position, oder? Und die Wüste lebt. Und es ist unglaublich beeindruckend, wenn man die ersten Höhenmeter auf der Düne zurücklegt und der Blick sich weitet, hier in die Sonne, auf der anderen abgewandten Seite der Blick in die kalten Salzpfannen. Und nun beginnt es, das Glühen. Schaut selbst, es ist herrlich. Der Blick ins Dead Fly, die tote Wüste der Bäume. Und überall kommt jetzt die Sonne hoch. Awesome. Es ist atemberaubend und wunderschön. Dieses Spiel der Kontraste von Schatten und Licht. Wir steigen auf der Schattenseite der Dünen auf. Dort ist der Sand kühl. Jetzt sind wir die Pre-Sprinter. Noch keiner vor uns hoch. Aber schon tausende von Spuren dieser Käfer. Links Käferspuren, rechts Windriffeln. Niemand folgt uns. Was soll uns das wohl sagen? Ganz da hinten in der Mitte stehen die Autos. Da nochmal runter, auf die helle Kante und dann wieder lang den Weg hoch. Boah, da möchte ich aber nicht runterrutschen ins Richter. Ich gehe dann lieber den Kamm hier lang. Oh, herrlich. Aber dass sich so viel Regenwasser hier sammelt, ist irre, oder? Das muss ja dann auch kräftig hier runtergelaufen sein. Jetzt geht's erst einmal runter und dann über den Kamm.
Eine Sandlawine geht ab. Und der Käfer schläft noch. Verschiedene Gangarten werden ausprobiert. Das ist der Kamm quer. Oh, jetzt beginnt der richtige Aufstieg. Das war bislang nur ein Intermezzo über diese Düne. Da oben guckt schon die Sonne drüber. David kann noch lachen. Und da oben geht's hin. Krass, wie lange das läuft, ne? Ja. Wie so eine zähe Masse. Ja, man hört es wirklich. Gibt es eigentlich Sandsteigeisen? Heute Abend haben wir ein paar Tonnen verdrängt. Ja. Wenn wir ein paar Tonnen fühlen, sind wir auch in die Welt. Wow. Halbzeit. Gott, sind wir bescheuert. Ist das schön. Und unglaublich beeindruckend, wenn man immer wieder die Spuren sieht. Hier haben wir mal eine kleine Sandwanze entdeckt. Und ihr hört es schon an unserem Keuchen, es ist wirklich sehr anstrengend, auch diesen Balanceakt immer wieder zu halten, denn es ist sehr schwer, an dieser Gratkante zu gehen. Doch es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Aufstieg sehr früh zu beginnen und schon vor Sonnenaufgang loszumarschieren, sodass wir jetzt noch ganz früh am Tag auch wirklich die Einzigen sind, die hier oben den scheinbaren Gipfelgrat erreichen. Eine Faszination erwartet auf jeden Fall alle, die dort oben ankommen. Es ist dann auch noch so ein Höhengrad, man hat gar keine richtige Spitze, kein Gipfelbuch. Ach Güte, ist das ein Blick. Tatsächlich, der Kamm war mal so hart. Ja, bei mir geht's auch 2-3 Schritte. Ende. Hoch. Wie hoch? 870 Meter? Ja. Wahnsinn. Ein Rundblick mit NN plus 2. Eine verdiente Pause nach einem Aufmarsch von 1 Stunde und 40 Minuten. Na, jetzt noch mal ein kleines Schläfchen hier oben. Kleines Schläfchen hier oben, ja. Cool. 70 Kilometer Sand bis zur Küste. Ein ganz besonderer Anblick ist allerdings, wenn man dieses Szenario einmal von oben betrachtet. Wir schauen aus der Vogelperspektive des Satelliten und blicken rechts kommend das Sussusfly und links die Küste. Diese Mächtigkeit der Dünen beträgt dort 70 Kilometer. Und wenn wir jetzt noch weiter zoomen, sehen wir dann,
von Nord nach Süd die Ausdehnung von 600 Kilometern, die die Namib gesamt einnimmt. Für den Abgang der Düne haben wir uns den kürzesten Weg vorgenommen und genießen es hier mit sichtbarer Freude, in großen Schritten die Düne herunterzulaufen, unten in die Salzpfanne hinein. Aber schaut selbst, die Bilder sprechen für Spaß und Freude, die wir echt hatten. Ja, die haben es noch vor sich. Klasse, diese Prints, die man hier macht. Ja, bald sind wir in der Salzwand. Da waren noch wieder Blumen mitten im Steilhang. Ja, hier unten in der Salzpfanne angekommen, ist es schon beeindruckend, die Härte dieses getrockneten Bodens, der vor kurzem noch geflutet sein musste. Hier sind wir jetzt schon im Bereich der berühmten, versteinerten oder versteinert wirkenden toten Bäume. Sehr beeindruckend. Zwei Kamele in der Salzwüste. Ist das ein krass harter Boden? Aber es muss hier richtig hart geregnet haben. Denn das ist das Leihartwasser. Ist das Salz hier da vorne in Lösung gegangen ist. Aber da stehen ja auch Bäume drin, ne? Die das dann scheinbar auch irgendwie abkönnen müssen. Der Schatten verändert sich wirklich. Ja, die Spiegelung. Ich bin Dünenschatten. Da müssen wir wohl mal die Schuhe ausziehen. Oh, es klemmt, wenn man die Platten so zutritt. Das, was du da oben als Sand hast, gesehen als Moorpackung. Krass. Ja, die Bäume müssen damit klarkommen. Ne? Das ist was für Schmodderkinder. Nach wie vielen Jahren ist das mal wieder passiert jetzt in Sussex-Frei? Ja? Ja gut, das waren ja das extreme Jahr, wo du auch so viel Wasser hattest. Ne? Wann sind denn die Regenfälle hier gewesen? Februar. Das ist das Flussbett des Tauchab, der im Februar wohl bei viel Wasser bis hier in die Wüste vorgedrungen ist und die hintere Pfanne, die wir eben gesehen haben, gefüllt hat. Nach der herrlichen Abkühlung, die wir
in den Wässern noch hatten, geht es jetzt wieder auf den Rückweg. Denn die letzten 5 Kilometer, die nur für Offroad-Fahrzeuge zulässig sind, geht es hier wieder über unbefestigte, sehr sandige und je nach Fahrspur wirklich schwer fahrbare Abschnitte. Dieser letzte Teil ist nicht mehr mit normalen Fahrzeugen, die nicht Four-Wheel Drive sind, zu befahren und für Selbstfahrer dann gesperrt. Und man muss sich der dort bereitstehenden Fahrzeuge bedienen, die auch bereitgehalten werden. Eine sehr interessante Wegstrecke. Und wir fahren jetzt hier über den Pistenabschnitt bis an die Teerdecke, wo wieder der normale Verkehr möglich ist. Und es dann wieder ca. 70 Kilometer bis zur Campsite zurückgeht. Aber schaut euch die Bilder selbst an. Sie sprechen für sich und den Spaß, den wir dabei hatten. Ah, unser kleiner Walter Röhrl ist wieder in seinem Element. Hm? 4x4. Und Power Mode. Und ab durch die Mitte. Guck mal, da vorne sind Oryx. Ja. Dschungel, die wackelt hier wie ein Wüstenschiff. Hier links von uns sieht man die vom Chauchat überfluteten Gebiete, die ja wohl im Februar beim Einströmen in die Namib-Wüste überflutet hat. Zurückbleiben die trockenen Clayfelder, so einer dünnen Lehmschicht. Ich habe uns gerade aus dem Eisfach des Kühlschranks ein eiskaltes Stony geholt. Ein Ginger, alkoholfrei. Was wir uns jedes Mal gönnen, wenn wir uns etwas Gutes gelungen ist. Und das war es heute auf jeden Fall. Es ist jetzt 10.20 Uhr, 34 Grad und wir haben es geschafft. Es hat sich gelohnt, heute Morgen um 5 Uhr aufzustehen und um kurz vor 6 schon am Gate zu stehen. Und wir waren die Ersten, die heute Morgen reingelassen wurden. Außer denen, die in der Lodge lebten und eine halbe Stunde früher standen. Ja, und nachdem wir wieder auf der Campsite in Sesrium angekommen sind, haben wir uns erst einmal ein wenig entspannt. Was für die Füße getan und hier unseren einzigen Baum mit eigenem Wasserhahn mal fotografiert. Den Tag haben wir entspannt ausklingen lassen und den wunderbaren Sand und im Osten das aufkommende Gewitter genossen. Aber geregnet hat es nicht wirklich. Aber dort, wo es runterkam, war es bestimmt spannend. Ja, und wenn ihr wieder Lust habt auf weitere Abenteuer und unsere nächste Etappe zur Blutkuppe und den Aufstieg auf die Blutkuppe und deren wunderbare Felsen in der Abendsonne, dann schaltet wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und gebt mir einen Daumen hoch, während wir uns dann an der Blutkuppe beim nächsten Abenteuer wiedersehen. Macht's gut. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.